Uncool, okay. SLS-Block, der braucht einen Ticken länger. Ja, es ist eine Art Energy Drink. Eigentlich ja. Nächste Benachrichtigung. Jupiter Orbiter, okay. Wir orbiten dann unbemannt um den 78%. Beides scheiße, aber das ist wichtiger. Tatsächlich. September, optimal. 30%, Datum auswählen, zack. 97, ey. Ey, fuck. Die große Tour, Fahrzeug fertiggestellt, yes. Und die Nutzlast ist hervorgehoben. Die sollten wir noch weiter hervorheben. Juli. Ha, 15%. Yes, Datum auswählen. Alles klar. So weit, so gut. Wie sieht's aus? Mars Lebensraum und Zentrifugenmodul. Immer noch keins. Shuttle Design. Du kannst dir sein Shuttle als Startfahrzeug für bemannte Missionen entwerfen. Shuttles werden wie normale Fahrzeuge entworfen, mit der Ausnahme, dass die Oberstufe und Booster nicht bearbeitet werden können. Das bedeutet, dass sie wie andere Trägerraketen die Nutzlast der Mission tragen können müssen. Solange die Mission erfolgreich verläuft, kann ein Shuttle bei zukünftigen bemannten Missionen wiederverwendet werden. Das ist gut. Beim Bau eines neuen Shuttles sind Bauzeit und Kosten wie gewohnt. Wenn jedoch ein vorhandenes Shuttle wiederverwendet wird, werden diese durch die Anpassungszeit und Kosten ersetzt. Da geht natürlich was. Die Anpassungszeit und Kosten... Da Anpassungszeit und Kosten weitaus geringer sind als normale Bauzeiten und Kosten, kann die Wiederverwendung eines Shuttles eine großartige Möglichkeit sein, Zeit und Geld bei Missionen zu sparen. Okay. So, Hermes Level 0. Ja gut, da können wir nicht wirklich was bearbeiten. Wir können aber upgraden. Und zwar, indem wir die Startzuverlässigkeit verbessern und das Ganze hier rausgeben. Dann kostet es nämlich deutlich weniger und wir bestätigen das. Kann er nämlich tragen. Und das kostet uns ungefähr nichts. Weil Russland sich auch noch beteiligt. Sehr geil. I like. So, nächstes Event. Rückkehr der Skylab-Besatzung. ESA-Astronauten sind sicher auf der Erde gelandet, nachdem sie 12 Monate an Bord der Raumstation verbracht haben, Skylab. Weltweite Aufmerksamkeit wurde dem Astronauten Void 2... wurde auf den Astronauten Void 2 gelenkt, der bei einer IWE zur Reparatur von Schäden an der Raumstation schwer verletzt wurde und sich daraufhin aus der Raumfahrt zurückziehen musste. Einige Teile der Medien kritisieren die Entscheidung, den Weltraumspaziergang durchzuführen, aber Void 2 verteidigte die Agentur schnell. Das ist der Job, der Weltraum ist gefährlich. Wir riskieren jedes Mal unser Leben, wenn wir dort hinaufgehen. Wir riskieren unser Leben, weil es das wert ist. Als Hilfskraft einstellen. Okay. Void 2 das Angebot der Unterstützungsposition in deiner Agentur mit Freude angenommen und kommentiert, Weltraum ist in meinem Blut. Wenn ich nicht fliegen kann, werde ich dafür sorgen, dass so viele andere Menschen wie möglich fliegen können. The Void. Sehr, sehr heroisch. Und nächstes Event. Toll, es sind einige zurückgetreten. Die sehr große Oberstufe ist erforscht, aber wir müssen hier den Block noch raushauen. 1b. Ariane 6. Beide Ariane 6 hätte ich gerne. Weil ich es kann. Und nächstes Event. Start die große Tour. Wir starten zum selben Zeitpunkt, okay? Ja, das ist schön. Optionales Datum. 85/78. Das sieht eigentlich erstmal ganz gut aus. Es regnet. Das sieht nicht so gut aus. Ah, das müssen wir verschieben. Nein, wir fahren fort. Ha! Mutig. Boom, explodiert. Die liegt aber gar nicht so geil gerade. Aber sie ist nicht explodiert, das ist doch schon mal was wert. Okay, ist nicht so schlimm. Jetzt haben wir die auch mal auf Level 5, was schon mal sehr gut ist. Allerdings müssen wir jetzt händisch gucken, dass wir da hinkommen. Eintritt in die Jupiter-Transfer-Umlaufbahn. 8, 10, 8, okay. Was können wir damit reisen? Schub. Also das brauchen wir auf jeden Fall. Machen erstmal das und das. Und dann...
Das? Drei, sechs. Okay. Gut. Let's do this. Das Ding ist eigentlich ganz gut. Also sollte es weitestgehend funktionieren. Weitestgehend, wie gesagt. So, minus 1 Schub. Alles klar. Gut, dann können wir jetzt 3 zu 6 umwandeln und dann 2 zu 5. 6, 2 zu 5. 14, okay. 3 zu 6. Alles klar, Kommandos bestätigen. Was wir natürlich jetzt langsam auf dem Schirm haben sollten, ist der Schub. 8. Wow. Okay. Was kostet uns der Schub? Ein bisschen was. Okay. Mhm. So ist schon mal gut. Sus. Brauchen aber hiervon auch noch was, um genug Schub zu produzieren, okay? Ah, fuck you. ...23, 18, okay. Dann können wir nämlich hier mit 3... brauchen auf jeden Fall hier so 1. So, 21, 24, okay. Damit können wir das dann auf jeden Fall reisen. In der letzten Runde können wir den Schub komplett durchpushen, richtig? Ja, okay. Vorausgesetzt, es funktioniert natürlich alles. Das hat gepasst. Gut. So. Damit haben wir den Bonus. Sus. Und können auch noch widerstehen. Alles klar, cool, ab. Und erledigt. Hang. Oh, wee. Oh, wow, 6 Phasen. Ich freue mich. Fuck. Das wird lustig. Aber okay, Phase 1 abgeschlossen. Die Ariane 6 wird erforscht. Der Jupiter Orbiter wird jetzt auch gestartet. Isn't that great? 99 zu 82. Das ist richtig schön. Und 83, nice. Looking good. Sehr sogar. Und mir ist warm. Obviously. Ja. Jawohl. Super Start hingelegt. Das geht richtig vorwärts. Okay, 8 Schub. Sollte also an für sich kein Problem darstellen. Gut, wir brauchen wieder das für Schub. Okay, im Grunde können wir hier sogar dasselbe machen, ne? Also, wir sollten an für sich. Das ist äußerst unwahrscheinlich, dass hier ein Problem auftritt, ne? Äußerst unwahrscheinlich. Denn 3 zu 6. Bang. Bang. So. Ja, 13 ist ein bisschen viel, ne? Das werden wir nicht mehr verbrauchen, okay? Danach müssen wir mal ein paar Daten herstellen.
Genau so. So, 8, 14. Passt. Also wenn hier was fehlschlägt, dann weiß ich auch nicht. Das Chip ist eigentlich verdammt awesome. So, 8, 16. Das haben wir auf jeden Fall. Und dann könnten wir jetzt einfach nur noch den Schub rauspushen. Nee, können wir nicht. Denn jetzt können wir. Dann haben wir 10. Okay. Minus 1. Oder wie sehe ich das? Alter, er nimmt alles weg. Ne. Fuck you. Das war jetzt komplett sinnfrei. Laben it. The hell. In der letzten Runde müssen wir das dann machen. Ja, das sollte genau passen. Kommandos bestätigen. Jetzt schlägt mit Sicherheit noch was fehl und dann kotze ich. So, letzte Runde. Alles klar, sollte gehen. Wenn jetzt nichts fehlschlägt. Das war knapp. Aber passt. Mit Bonus sogar. Na, was Glück, nur 3 Phasen. Okay. So, nächstes Event. Heliconium, wow. Ariane 6 Forschung komplett. Neues. Dann holen wir uns davon noch die Oberstufe. Hang. Haushaltsüberprüfung, na nice. Zentrifugenmodul, ja, neues, neues. Jetzt brauchen wir natürlich wieder Besatzung. Jan de Pimmel und Charisma. Void gibt's ja nimmer. Noch nicht. Start. Nutzlast. Wir haben gar keine andere Wahl. Ich hoffe, ihr verreckt nicht dabei. So, 12%. Zack. Okay. Wir gehen auf Nummer sicher. Sieht's denn aus? Maßbereitschaft. 41%. Wir führen auf jeden Fall. Und next. Neue Maßanfrage. Ariane 6 Forschung komplett. Erstmal viel wichtiger, denn jetzt können wir den SLS-Block hier noch erforschen. Und gucken mal, was unter Mars als Anfrage am Start ist. Denn wir sind auf jeden Fall schon auf einem richtigen Weg. Wirkungsanalyse und Polaranalyse. Ja gut, das ist nichts Neues eigentlich. Da können sie mir mal gerade mal einlutschen. Ich denke nämlich, dass wir hier auf jeden Fall mehr Chance haben, irgendwas zu bekommen. Laboratoriumsmodul. Aber wir haben ja auch gar keinen freien Slot. Also, next. Das Tier braucht 12.000. Zentrifugenmodul. Mission starten. Jetzt wird's lustig. Vor allem, da die Mission hier bemannt ist. Aber das sieht gut aus. Fortfahren. Voll das Shuttle. Dockt ihr die noch ab? Das wäre irgendwie geil. Mach mal. Uff, nein. Oh. Schade. Gut, sicherer Start. Zack. Damit haben wir die Herpes schon mal auf Level 2 gebracht. Und das hat funktioniert. Es wird immer mehr da oben von uns. Sehr geil. Ja, da bist du drin. Und wieder Eintritt. Sehen wir die Landung? Ja, sau cool! Bremsschirm, nice, sau geil, schickt!